Hello people, so, willkommen zurück zu Let's Play Mario X World First Edition. Oh Gott, und jetzt kommt gleich ein dämliches Disco-Shell-artiges Viech entgegen und wir haben hier komische Lava, die aussieht, als ob das schimmeln würde. Als ob sie schon 3 Wochen oder 3 Jahre lang unter bakteriellen Einfluss stünde. Deswegen lieber nicht reinfallen, denn dann wird Mario von unheilbaren Seuchen befallen und muss sterben. So. Okay, und hier scheint es im Gegensatz zum Original jetzt keinen Layer 2 Abschnitt zu geben. Also noch was, das man verändert hat. Juhu. Warte. Oh, schade. Ich dachte, man könnte hier tatsächlich irgendwie sich ein Leben schnabulieren. Okay, der Kollege kommt weg und wow, das war viel zu vorschnell. Ja. Und so schnell verliert man dann eben sein Power-Up. Okay, und jetzt ist diese Shell so komisch verglitscht. Und hier war der Secret Exit im Original und hier ist der Secret Exit jetzt immer noch. Und warum habe ich eben meine Feder verloren? Ich wurde mal wieder illegal getroffen, offenbar. Mein Gott, aber wie kommt denn diese selten hässliche Lava-Palette zustande, frage ich mich. Im Ernst. Die muss man... Die hat man doch auch damals schon ändern können, die Palette, oder? Naja, andererseits hat der Hackerstall ja auch irgendwo sonst im Hack die Palette geändert. Von daher weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass der wusste, wie das überhaupt funktioniert. In der Steinzeit. Aber möglich war das damals, glaube ich, bestimmt schon. Naja. It doesn't matter. So. Danke. Und... Ah so, da, so hätte man da eigentlich hochgemusst mit dem Springboard zu dem Secret Exit, oder wie? Okay, das ist zumindest irgendwie logisch, aber ich bringe das Springboard trotzdem mit ins Ziel, weil ich dann einen Pilz kriege. So. Okay, Valley Fortress. War im Original, glaube ich, eines der schwierigsten Level. Also neben Outrageous, glaube ich. Mal sehen, wie das hier ist. Hier ist es wahrscheinlich ein Ticken härter, aber trotzdem dürfte das kein Problem sein. Der Schwierigkeitsgrad des Original-SMBs war ja nicht gerade hoch. So. So. Okay, zack. Nein! Hilfe! Das war bösartig und unvorhergesehen. Genau das mag ich nicht. Wenn man nicht genau vorhersehen kann, wo diese dämlichen Dreckswalzen jetzt auf einmal auf einen herabstoßen. So. Okay, wir merken uns immer hier in der Mitte. Okay, und hier ist erstmal so eine walzenfreie Zone. Oh, und hier kamen die bösartigen Walzen bösartig runter und haben den Spieler überrascht. So. So, komm her. Zack. Zack. Rein mit dir. So. Geschafft. Das Level. So, Backdoor. Machen wir ganz zum Schluss. Also, das stellen wir erstmal hinten an. Weil das ist ja eigentlich schon das Finale. Und das Finale darf gesetzmäßig erst als letztes drankommen, wisst ihr? So. Okay, jetzt haben wir wieder verbackte Geister. So, und ein Stern, der da so runterregnet. Mein Gott. Ich hätte gehofft, der Stern kommt schneller. Komm doch mal schneller, Stern. Autsch.
Und das ist das Problem an diesen verbackten Viechern. Diese Flammen, die die hinterlassen, sind irgendwelche kleinen Fitzelbugs. Deswegen sieht es an dieser Stelle eben buggy aus. So. Okay, ja, mit dem Stern kann man sogar Iris töten. Schön. Also, und jetzt sind wir hier an der Stelle. Also, der Secret Exit wurde offenbar nicht verändert. Der war im Original doch auch so irgendwie so ähnlich, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Oh Gott, nein! Du dämlicher Geist, lass mich in Ruhe. Ah, komm mal da irgendwie hoch. So, warte. Ich bin raffiniert. Ich nutze die Macht der Geister. So, und katapultiere mich da irgendwie hoch. Oh, ich meine. Oh, jetzt ist immer noch der Normal Exit, finde ich. Ich meine, der war da in der dritten, vierten Tür, wenn man da so lang geht. Wenn ich mich richtig erinnere. Natürlich wieder. Okay, ich gehe jetzt einfach mal nach links. Einfach nur, um zu gucken, was hier in diesem Hexo ist. Einfach mal so. Just for fun. Okay, dann kommen wir in einen neuen Raum. In einen Raum, den ich nicht kenne. Interessant. Oh, wobei, ich glaube, man kann von einem anderen Raum aus hier hin. Und ja, jetzt kommt man wieder hier hin. Also, das führt hier auch nur ins Leere, so wie im Original hier links zu gehen. Deshalb gehen wir jetzt nach rechts. Meine. Ja, war tatsächlich die dritte Tür. Ich erinnere mich also richtig. Ja, und so schnell könnt ihr mich nicht töten. Vergesst es, ihr Viecher, vergesst es. Okay, jetzt haben wir hier auf einmal Riesenmaulwürfe. Oh, und Bullet Bills. Die Bullet Bills gefallen mir nicht. Ja, genau deswegen hasse ich die. Wow. Aber Banzai Bills gibt's ja auch noch. Die gab es ja aber schon im Original, wenn ich mich recht erinnere. Oh Gott. Hoch. Nein! Oh Gott. Da haben wir es noch geschafft, den auszuweichen. So. Oh Gott, oh Gott. Also. Es gab ja in den letzten Tagen, wo ich das hier aufnehme, dieses Switch-Event, also wo diese neue Nintendo-Konsole vorgestellt wurde. Und da gab es ja so einen Titel. Was gab's da? Splatoon 2, Super Mario Odyssey. Was? Ja, dann gab es noch Mario Kart 8 Deluxe und noch irgendwas. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. Aber ich fand dieses neue Mario 3D Jump'n'Run schon interessant. Weil mir das weniger linear aussieht, sagen wir mal, als Galaxy und Super Mario 3D World. Und somit sah mir das auch wieder interessanter aus. Also, was mich da an den neueren Mario Jump'n'Runs gestört hat. Na gut, bei 2D Marios ist mir das hier relativ egal. Aber bei 3D Marios, da habe ich das schon gerne, wenn das ein bisschen komplexer ist und man die Level so erkunden kann. Ja. Also, wenn man nicht einfach vorgegeben kriegt, wo man lang muss. Und das letzte Mario Jump'n'Run dieser Art war Super Mario Sunshine. So, ich fand Super Mario Galaxy 1 und 2 entgegen der weit verbreiteten Meinung der Kritiker schlechter. Weil die irgendwie deutlich simpler waren. Also, man musste da weniger überlegen, was man da jetzt machen muss. Ja, ich will hier in meinen Let's Plays nicht überlegen, aber es liegt nur daran, dass ich da irgendwie in der Paarzeit auch was schaffen will. Wenn ich privat spiele, ist mir das egal. Wie langsam ich Fortschritte mache, naja, egal. So. Also, bei Mario Galaxy ist mir einfach zu linear. Da kriegt man einfach gesagt, bla. Hier, lauf einfach an den Pfeil entlang zum Ziel. Ja, es gibt nur einen Weg, den du nehmen kannst. Durch diese ganzen Sternringe und Planeten und so ein Quark und ja. Okay, ich glaube, hier sollte ich erstmal zurückgehen. So. Aber Super Mario Galaxy fand ich trotzdem noch nett, zumindest.
weil mir einfach diese Aufmachung, das Ambiente gefallen hat irgendwie. Dieses Weltraummäßige. Und das ist ja bei Mario 3D World ziemlich abhanden gekommen. Deswegen war das ziemlich mediocre und langweilig für meinen Geschmack. Super Mario Odyssey scheint dieses... Das laber ich. Dieses Manko dieser Linearität wieder aufzuheben. Und das finde ich schön. Vor allem die Stadt sah insofern interessant aus. Da sah es aus, als ob man sich da wirklich frei bewegen könnte. Und auch diese Symbiose. Aua, was war das? Das war unfair. Woher soll ich wissen, dass da eine verdammte Schlucht ist? Unfair. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also diese Symbiose aus Mario und der richtigen Welt, weil in dieser Stadt auch richtige Menschen waren. Das fand ich zumindest interessant. Ich werde mich jetzt mit Lobeshymnen, wie das ist das Mario-Spiel, seitdem ich seit zig Millionen Jahren warte, noch zurückhalten. Denn bisher gab es ja nur einen Trailer. Und was im ersten Trailer ist, muss ja nicht unbedingt dem entsprechen, wie das Spiel am Ende wirklich aussieht. Zum Beispiel bei Super Mario Galaxy 2 beim ersten Trailer. Da war keines der Level, die da gezeigt wurde, letztendlich wirklich im Spiel drin. Und ich weiß nicht, wie das hier ist. So, jetzt müssen wir irgendwie über diese dämliche Schlucht rüber. Okay, und hier ist nur das Schlüsselloch. Okay, das heißt, wir müssen das nochmal irgendwie machen. Wow, scheiße! Oh Gott. Das war unnötiges Rumgefliege. Und ja, wie gesagt. Das Spiel sah auf dem ersten Blick recht nett aus. Und ja, ich werde gucken, was da die weitere Zukunft so bringt. Also, der hat ein leichtes Interesse an neuen Nintendo-Titeln schon wieder geweckt, das Spiel. Ob das jetzt dazu reicht, ob dass ich mir die Switch holen werde, muss ich noch gucken. Denn die Wii U hatte ich ja nicht. Hatte die mir mal ausgeliehen und hatte ein paar Spiele da ausprobiert mal, aber das war es auch schon. Das war auch ganz nett, aber der Kauf der Wii U und der ganzen Spiele war mir das irgendwie nicht wert. Was da irgendwie doch zu wenig Langzeitspielspaß gab für mich. So, stirb. Midway Point, komm her. Okay, komm. Rutsch. Rutsch, Mario. Rutsch, rutsch, rutsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Okay. Okay, jetzt muss ich da irgendwie wieder rüber, wobei... Hier gibt's schon wieder keinen Schlüssel. Was soll das? Im Original war doch der Schlüssel eigentlich hier, oder? Ja, das war der tatsächlich. Oder warte, eine andere Idee ist, da waren ja viele Goombas. Vielleicht, ich habe die Hoffnung, dass es da nur Sprite Limitations waren jetzt. Tatsächlich, tatsächlich. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Okay, aber das sieht... Aber hier haben wir mal ein Level, das sich stark vom Original zu unterscheiden scheint. Tatsächlich. Denn die Blockschlange wurde hier komplett rauseditiert. Cool. Wobei der Aufbau dieses Weges, den man gehen muss, der Blockschlange bisher relativ ähnlich ist, fällt mir jetzt so auf. Wobei, jetzt hört das auch wieder auf. Okay. Nehmen wir jetzt diesen Fliegenpilz, der Mario eigentlich umbringen müsste, aber das Thema hatten wir schon oft genug, wobei nicht umbringen. Fliegenpilze sind nicht tödlich giftig. Das gilt nur für diese ganzen weißen, grünen und Knollenblätterpilze. Also für alle Knollenblätterpilze, außer dem gelben, die sind tödlich giftig. Dann fallen mir noch ein Orange. Wie heißt denn der nochmal? Spitzgebuckelter und orangehäutiger Raukopf. Das sind auch tödlich giftige Pilze. Und dann gibt es noch den sogenannten Gifthäuptling. Das ist das... Alles, was mir jetzt so spontan an tödlich giftigen Pilzen einfällt.
Der Fliegenpilz ist zwar giftig, aber da kriegt man ein paar Stunden irgendwelche Übelkeit oder Rauschzustände in der Regel. Und dann ist das schon gegessen. Dann gibt es ja noch einen Pantherpilz irgendwie, der ist nur, dass der braun ist mit weißen Flecken. Und der ist sozusagen eine stärkere Version des Fliegenpilzes. Aber ich glaube, ich sollte jetzt aufhören mit Gelaber über Pilze zu langweilen. Naja, okay. Mein Gott, und warum sterbe ich hier jedes Mal? Das ist doch dämlich. Mann. Also langsam nervt das Level. Okay. Schnapp dir deinen Power-Up und los. Okay, diesmal sollte man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Zack. Ach, Leute. Ach, Leute. So. Oh Gott. Beinahe wären wir da in diesen zweiten Feuerball reingedingst. Oh Gott. Zack. Manometer. Jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen. Ja, das ist lustig, was? Du Hersteller, das ist lustig. Den Spieler immer alles von vorne machen lassen und bloß keinen Midway Point einbauen. Weil Midway Points sind ja so böse. Och Mann. Ach Mann, das nervt immer wieder, alles von vorne machen zu müssen. Und so langsam geht mir auch der Stoff zum Labern aus. Ja, toll. Ich glaube, ich hole mir jetzt Power-Ups. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Dreck. So. Ich bin jetzt zu faul, um. Eigentlich wollte ich gerade sagen, ich bin zu faul, um zur zu Top Secret Area zu latschen. Aber offenbar möchte mich das Spiel dazu zwingen, eiskalt. Von daher werde ich es schweren Herzens tun. So. Ich will nicht deine Blume. Also weg mit der Blume. Blume. Bist doof, die will ich nicht. Federn haben 1.000.000 mal bessere Level-Schaffkapazität. So. Okay, so. Mann! Gleich am ersten Viech das erste Power-Up verlieren. Das ist so dämlich. Oh Gott, und ich hatte schon Angst, dass der mir jetzt hier gleich die zweite Feder verliert. Ach Gott. So, ich wurde gerade eben eiskalt unterbrochen. Brutal. So. Aber jetzt können wir nach dieser bösartigen Störung fortfahren. So. Zack. 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 Und. Hey. Okay, hier müssen wir uns jetzt konzentrieren. Ich habe nämlich keinen Bock, diesen Code nochmals machen zu müssen. So. Ach Gott. Aber das wird irgendwie schwierig, weil
Big Mario Discrimination, aber es ist möglich. Gut. So, zack und fertig. So, geschafft und... Halt die Klappe, so. Okay, dann werden wir im nächsten Part traditionell mit der Starbelt anfangen. So wie man das so normalerweise so macht. Wenn man die regulären Level da alle abgeschlossen hat. Im nächsten Part geht's hier weiter mit Starbelt Number 1. Das war's dann von mir. Bis dann. Tschüssikowski.